erweitern werden wir das Dorf noch nicht. Also noch mehr Häuser und so, weil dafür müssen erstmal die Kinder groß werden. Und wie man so sieht, es dauert noch ein wenig, also ein Weilchen. Die Kinder reifen auch nicht in Echtzeit des Spiels heran. Also die Leute werden ein bisschen schneller älter als die Jahre vergehen. So ganz habe ich das noch nicht mitgeschnitten. Weil ich ja privat, wenn ich spiele, ich lasse das eigentlich immer auf 10 laufen, erfreue mich der Wuseligkeit und habe das Gefühl, schneller voranzukommen. Aber dabei verpasst man auch die eine oder andere Geschichte und ja, manchmal führt das auch einfach nur dazu, dass alle sofort sterben. So, was haben wir denn jetzt? Die Reserve of Food is low. Ja, soll heißen, die Leute wollen was zu beißen, ne? Und wir haben schon Late Summer und das heißt, die Ernte beginnt bald. Da alle noch in ihren Häusern jede Menge Kartoffeln liegen haben, wie man hier sieht, aber diese nicht mehr der Nahrungsreserve hier oben hinzugefügt sind, ist die Reserve of Food low. Also haben wir wenig Nahrung im Angebot, die gerade hier in unserem Lagerhaus eingelagert ist. Sekunde. Aber gleichzeitig quasi, in Gleichzeit, ja, das ist so herrlich, in Gleichzeitigkeit. Gleichzeitig liegt halt auch in den Häusern noch was rum. Also es ist noch nicht ganz so kritisch. Wenn das hier weg ist, in den Häusern, dann wird es halt richtig übel. So, und sie, Edmonika vom Anfang, sie ist der Bilder des Tages. Sie bildet hier mal die Brücke. Bridge-Bilder. So, und dann können wir hier gleich die Dirt Road noch anbinden. Und hier drüben können wir auch schon mal ein Stückchen Road dann machen. So, sie sägt und hämmert ein bisschen drauf rum und dann, yay, ist die Brücke auch gleich fertig. Damit kommen wir auf die andere Seite und können da einen Förster und sowas unterbringen. Aber jetzt warten wir erstmal darauf, dass unser Fischer hier mit allen nötigen Ressourcen versorgt wird. So sieht das dann aus und jetzt können die Bilder kommen und bauen. So, wir haben noch drei Arbeiter übrig. Ich glaube, vier Fischer werden es werden, die dann dort Arbeit finden in dem Fischerding hier. Wodurch wir schon mal ein bisschen Nebeneinkunft an Nahrungsmitteln haben. So. Und ich würde sagen, für die wir machen das mal so in Jahreszyklen. Wenn ich das wirklich auf 1 laufen lasse, also primär, ich könnte jetzt noch mal ein bisschen hier da 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 das ein bisschen beschleunigen. Beschleunigen Sie. So, damit ist die Fischerhütte fertig. Und wir sehen, wir brauchen vier Fischer. Wir haben noch drei Arbeiter zur Verfügung. Ziehen wir noch ein Bilder ab. Damit haben wir vier Fischer. Wichtig, weil Nahrung geht über das Bauen von Gebäuden, ne? Und jetzt müssen wir eigentlich warten, bis neue Arbeiter nachgewachsen sind. Und dann können wir uns um den nächsten Schritt kümmern. Der da heißt, oh, hier wird schon die Ernte eingefahren. Der da heißt, wir brauchen einen Blacksmith. Also wir brauchen einen Schmied, weil die Reserve of Tools, also die eingelagerten Werkzeuge werden auch bald zur Neige gehen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, dieses Symbol heißt, der Woodcutter hat erfolgreich gearbeitet. Wir haben das Limit von 200 eingelagerten Feuerhölzern erreicht. Deswegen, ja, passt es. Er muss nicht mehr arbeiten. Da aber das Firewood nicht nur eine tolle Ressource ist, um Häuser zu beheizen,
sondern auch einfach mal so ziemlich cool ist, weil man kann damit gut Handel treiben, erhöhen wir dieses Limit gleich mal auf 400, verschwenden dafür vielleicht ein bisschen Holz, aber dann haben wir schon mal eine Grundreserve drin, die halt uns durch den Winter bringt, weil sich die Häuser warm hält und halt auch ein Handelsgut darstellt. So, jetzt muss ich mal in die Vogelperspektive, weil hier muss dann irgendwie der Förster rein, weil das ist das nächste, was ich angehen werde, dass wir einen Förster haben, der dann fröhlich Bäume fällt und so weiter. Und man hat nie genug Arbeiter für alle Aufgaben. Also in anderen Let's Plays werden sie dann hin und her geschiftet und so weiter. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das so hinkriegen, ne? Oh, da, hier. Londa. Londa ist bald im richtigen Alter, um auch arbeiten zu können. So, wir haben jetzt Herbst offiziell und wir sehen, unsere Reserve an Essen steigt so langsam wieder. Das Feld mit den Kartoffeln wird abgeerntet und die Fischer sind auch ganz fleißig. Das aktuelle Food Limit, also das Limit der einzulagernden Güter, liegt bei 5000 Einheiten. Diese werden wir jetzt im ersten Jahr definitiv nicht erreichen. Mal gucken, ob irgendwer hier schon Fisch sich gebunkert hat. Ja, hier 6 Fische in diesem Haus bei den Farmern. So, beschleunigen wir die Sache noch mal kurz. Und warten der Dinge, die da kommen. Jetzt wird schon kritisch, ne? Seht ihr es? Seht ihr es? Sie haben es knapp geschafft, bis zum Winter alle Kartoffeln abzubauen. Damit sind wir jetzt bei 1200, 1300 durch die Fischersleute noch. Und das reicht für unser kleines Ökosystem hier. Das reicht wirklich. So, es ist Winter, das heißt, wir können anfangen mit dem nächsten Gebäude. Der Blacksmith, der Schmied, wird als nächstes hier Einzug halten. Ja. Ja. Kann eigentlich genau neben den Fischer. Lass mal besser da oben Platz. Das sind nämlich 4. Da kann da nämlich die Straße durch. Das passt. So. Falls wir da noch eine Straße bauen wollen, dann kommt hier die nächste Reihe an Häusern einfach oben dran. Wir könnten ja schon mal. Das quasi einkästeln hier. Weil dann kriegen wir da auch wieder 3 Häuser hin. Mit so einem Zweierweg hier in der Mitte. 2, 3, 4, genau. What is low? Reserve of Stone is low. Tja, das ist schlecht. Aber wir können ja gezielt Ressourcen einsammeln und ehrlich gesagt, hier die Steine brauchen wir nicht. Warte mal, machen wir mal die große Runde. Okay, fangen wir da an. Und hauen jetzt hier mal alle Steine weg, die im näheren Umkreis sind. Und ganz wichtig, auch alles Eisen. So. Wird dann jetzt demnächst abgetragen. Und der eine Bilder, den wir noch haben, ist fleißig dabei, Wege zu hauen.
weil wir warten noch darauf, dass wir die entsprechenden Reserven an Steinen und an Eisen aufbauen können. So. Ich wollte da auch nochmal eine Brücke machen. Naja, Pillepalle. Auf jeden Fall hier drüben kommt dann der Förster rein und es ist schöner Winter. Es schneit gar herrlich. Und wir werden die Sache mal wieder ein wenig beschleunigen. Und da rennen sie schon und hauen die Steine zu Klump. Womit dann auch wieder die Möglichkeit für sie besteht, Reserven beim Blacksmith vorbeizubringen. Ja, das sind Lektionen, die man mit mehreren Versuchen in Banished lernt. Welche Berufe jetzt wichtig sind, welche weniger wichtig sind. Weil bis zum Blacksmith so richtig anfängt zu arbeiten, also bis es so richtig gut wird, dauert es eine Weile. So, was haben wir denn jetzt hier? Stone is low und Logs ist low. Das heißt, wir haben auch kein Holz mehr. Und der Woodcutter ist fleißig dabei, die Hölzer zu verarbeiten. Naja, wir warten jetzt einfach nur mal ab. Genau, dieses Symbol heißt, dass er nichts mehr arbeiten kann, weil gibt ja gerade kein Holz mehr. So, und genau diesen Tatbestand oder wie auch immer können wir ja mal ausnutzen, können hier noch die zwei Bäume weghauen und können auch die Bäume weghauen und ganz wichtig, wir können auch die Bäume weghauen. So, damit ist dann der Grundstein gelegt. Hier sowieso, hier wird schon fleißig gebaut. Unser Blacksmith kann bald die Arbeit aufnehmen und sieh da, wir haben auch einen freien Arbeiter, den wir dann gleich seinem neuen Beruf, und zwar der Tätigkeit als Schmied, zuteilen können.